Hallöchen. Oh. Hi, hi, hi. Hallo. Herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal, meine Lieben. Es gibt einen weiteren Teil von 1000 Fragen an dich selbst und zwar Teil 25. Wow. Ich brauche hier gar nichts wegmachen. Ich habe hier so ein Lip. Ich kriege den wahrscheinlich nie wieder von meinen Lippen. Den Lippi. Und zwar Teil 25. Genau. 1000 Fragen an dich selbst. Und ja, wir sind jetzt bei Frage 501. Hauen wir mal raus hier, ne? Machen wir mal weiter. Ein kleiner Blick in mein Leben. Mein Leben. So, Frage 501. Lässt du dich gerne überraschen, wenn du essen gehst? Nee. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sagt, oh, heute muss ich mal was Neues ausprobieren, ne? Nee. Wenn man hinterher bezahlst du 40, 50 Öcken und dann schmeckt das nicht. Oh nee, ich bin meistens, nee, wie heißt das immer, was der Bauer nicht kennt, hat frisst er nicht, ne? Nee, ich bin da, nö. Also wenn ich zum Chinamann gehe, esse ich meistens Buffet und da weiß ich auch was und ich esse auch keine Pommes, ne? Weil das finde ich immer so ein bisschen, naja, also weiß ich nicht. Da kann ich nur in eine Pommesbude gehen, ne? Da brauche ich keine Pommes beim Chinamann essen. Aber nee, ich bin da ein bisschen eigen, was das so angeht. Ich esse zwar gerne auch so irgendwie Tageskarte oder so, das ja, aber das muss ich halt mögen, ne? Wenn es mit Spargel ist, haue ich da gerne mal zu. Ja. Frage 502. Was war die beste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn? Staub. Die beste Entscheidung meiner beruflichen Laufbahn. Ich glaube, die beste Entscheidung war damals, als ich das Praktikum bei Hacketal gemacht habe, wo ich gelernt habe, in Werl, war, glaube ich, die beste Entscheidung, als ich mein Praktikum zu Ende hatte, wo mir ein Ausbildungsplatz angeboten wurde und ich sofort zugeschlagen habe. Ja. Das war, glaube ich, die beste Entscheidung in meiner beruflichen Laufbahn, überhaupt eine Ausbildung zu haben. Was, finde ich, so wichtig ist. Und ich glaube, heutzutage, also bei uns, weniger eine Ausbildung machen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wo ich aus der Schule kam, 1995, war für mich das nie ein Thema. Das war sofort ein Lehrer machen, ja. Aber heute ist das so, ne? Ja, wir leben hier auf... Warum soll ich mich krumm machen, wenn Vater Staat doch bezahlt, ne? Ja, so ist das. Also so war ich nie, so werde ich auch nie und ich will immer mein eigenes Geld dann auch verdienen und auch der Familie zuführen und so ist das einfach, ne? Frage 503. Wie heißt deine Lieblingsblume? Ah, ich mag Stockrosen. Ich mag Stockrosen. Ja, finde ich total toll. Nicht normale Rosen, die ja, so eine Baccarat Rose ist natürlich auch schön, aber so normale Rosen, nee, ich mag so Stockrosen. Das sind so schon meine, ja, absoluten Lieblingsblumen, würde ich sagen. Hm? Ich finde die einfach schön. Punkt. Frage 504. Glaubst du, dass man dich hypnotisieren kann? Nein. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Also, nein. Nein, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das bei mir funktioniert, weil ich so ein Mensch bin, der immer denkt und denkt, auch abends beim Einschlafen und beim Aufwachen oder wie auch immer. Ich könnte da auch nicht abschalten. Das ist so, ich habe mal versucht, auch in meiner Zeit, wo ich so sehr unter Panikattacken gelitten habe, autogenes Training zu machen. Oi. Schwer. Ich habe zwar jetzt gelernt, meine Panikattacken, wenn sie noch kommen, sie sind nicht mehr so schlimm, wie sie noch vor Jahren waren, wo ich beim Notarzt war und etc. pp., wegzuatmen. Das schaffe ich auch. Wo ich merke, sie bahnt sich an, sie kommt, kann ich sie wegatmen. Das ist wie so eine Wehe, ne? Die kannst du dann auch wegatmen. Aber das, glaube ich, würde bei mir nicht funktionieren. Dafür würde ich mich, glaube ich, auch zu wenig darauf einlassen können. Das kann natürlich auch sein. Wie ist es denn bei euch? Oder habt ihr euch schon mal hypnotisieren lassen? Schreibt es mal in die Kommentare, weil das ist ein interessantes Thema. Frage 505. Was musst du endlich wegwerfen? Hallo? Ich weiß nicht. Was muss ich endlich wegwerfen? Also ich bin eigentlich jemand, der wirft schnell weg und trennt sich eigentlich schnell von Sachen
auch von meinen Schminkis und sowas alle. Und ich habe jetzt auch mal alte Weihnachtssachen weggeschmissen und sowas. Kaputt war auch nicht geht. Und ich hatte ja diese Kugel hier zweimal und auch in kaputt. Warum soll ich das aufbewahren? Ist hinten ein Loch drin. Ey, schmeiß weg den Rotz. Echt, ey, ist so wahr. Und sonst aber eigentlich, ich bin da sehr rigoros. Wo ich mal wieder aufräumen muss, ist, ich glaube, da, das hat jeder so, das ist Problem, diese Konservenecke. Entweder ist sie im Schrank oder im Kabuff, also im Kämmerchen. Da muss man, glaube ich, mal öfter mal reingucken, weil da könnte man das ein oder andere, glaube ich, mal wegschmeißen. Ja. So. Frage 506. Welche Stadt im Ausland würdest du gern besuchen? Also, wir würden ja gerne mal nach Las Vegas. Das ist so unser Traum, so in den nächsten 5 Jahren oder so mal. Allerdings würde ich auch gerne mit David nach New York. Ich war ja schon in New York, aber ich würde gerne mit ihm zusammen hin. Weil doch die Stadt, das ist einfach die Stadt, die niemals schläft. Und es ist eine Stadt, die sich so schnell verändert. Und da würde ich gerne mit ihm hin, ja. Aber das ist ja halt heute alles auch nicht mehr erschwinglich, ey. Du bist ja bekloppt mit den Sachen, die du bezahlst. Und gehst einkaufen, bezahlst das Doppelte, wie du sonst bezahlt hast. Das ist einfach nicht mehr normal, ne? Und sich dann einen Urlaub im Ausland gönnen, ist dann auch immer so eine Sache. Ziemlich schwierig. Ja. Frage 507. Trägst du häufig Lippenstift? Nein. Wie kommst du denn darauf? Was ist denn das? Nicht häufig. Also immer in meinen Videos, ja. Und dann halt, wenn wir irgendwie zu einer Feier gehen oder sowas, dann trage ich auf jeden Fall Lippenstift. Aber auch mal gerne nur Lipgloss. Ist immer blöd, wenn man dann zum Essen geht, du trinkst Lippenstift und dann ist er dann eh Fujikato wiedersehen. Also dann tut es meistens auch ein Gloss. Oder dann halt so ein Fester, ne? Frage 508. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Gar nicht, weil ich trinke keinen Kaffee. Oh mein Gott, jetzt geht die Panik los bei euch zu Hause. Was? Du trinkst keinen Kaffee, trinkst du dann Tee? Nein, auch nicht. Aber trinkst du dann gar nichts? Es gibt ja noch andere Sachen auf der Welt, die man trinken kann. Mit Wasser, Säfte, Cola Zero trinke ich und ja, also ich trinke keinen Kaffee. Weder mit Zucker noch mit Milch. Auch schon versucht. Nein, es ist nicht meins. Ich mag es nicht und ich werde es auch nie mögen. Ich weiß, Kaffee ist, den viel Lebensinhalt, Lebensader. Ohne Kaffee geht gar nichts. David trinkt auch Kaffee, aber meistens nur auf der Arbeit. Ja, aber ich brauche das nicht. Ich rieche gerne frisch gemahlenen Kaffee und frisch gekochten Kaffee. Und ich höre das auch gerne in diesen alten Kaffeemaschinen, wie das also gluck, 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 gluck macht. Aber ich habe auch eine Senseo-Kaffeemaschine. Ja, ich weiß, die meisten jetzt so, oh, Senseo. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ein bis zweimal im Jahr Gäste kommen, kaufe ich mir keine Kaffeemaschine für 1000 Euro. Da muss es halt mal eine Senseo tun oder der Besuch muss Lösin Kaffee trinken. Also dann habe ich lieber eine Senseo-Kaffeemaschine, weil ich denke, die tut es dann. Zu der Zeit. So. Frage 509. Gehst du gelegentlich auf einen Friedhof spazieren? Also hier nicht, wo wir wohnen hier. In Geisenfeld nicht. Weil da kenne ich ja keinen. Wir sind ja Zugereiste. Saupreis. Aber bei uns in Werl, ach Gottchen, ey, wie oft sind wir? Komm, wir gehen spazieren über den Friedhof. Ist ja eigentlich beknackt, ne? Aber gut, ja, eigentlich häufig früher, ne? Oh, nee, normal. Ja, Frage 510. Wie viel gibst du maximal für eine gute Flasche Wein aus? 0,00 Euro, weil weder Kaffee noch Wein trinke ich. Wenn, dann muss es ein süßer Wein sein, Eiswein. Da bin ich voll für zu haben. Ich weiß, viele sagen, das ist doch gar kein Wein. Aber ich mag keinen Rotwein. Die sind meistens so trocken. Von uns, von der Arbeit, mag ich gerne den Marsianer. Der ist schön. Aber wenn, dann wirklich nur süß. Also ich würde persönlich kein Geld für Wein ausgeben. Da kriegen wir meistens immer Wein geschenkt auf der Arbeit. Immer eine Pulle. Und ich tue auch gerne mal was in eine Steffi-Box oder halt in so ein Trash-Paket. Einen guten Rotwein tue ich gerne mal rein. Aber das ist einfach auch nicht unsere Welt. Nee. Alkohol ist da nicht so unsers auch. Ja, Frage 511. Wie würdest du deinen Kleidungsstil beschreiben? Puh, also ich trage gerne auch mal meine 50-Style-Kleider. Also ich kann elegant, sportlich,
Ja, weiß ich nicht. Wenn ich normal rausgehe, eher sportlich, Turnschuhe, ne, und sowas alle. Und aber ich kann halt auch elegant mit nicht High Heels, aber so ein bisschen Absatz. Und ja, aber meistens ist es halt sportlich, ne? Auf der Arbeit, was willst du da großartig machen? Ey, du bist da im minus 24 Grad. Ich habe das vorhin mal gesehen, als ich ein Schminking gemacht habe, dann bin ich zur Arbeit gefahren. Als ich nach Hause kam, dachte ich, ja, nett, ihr Arbeitskollegen, dass ihr auch mal was gesagt habt, ne? Hatte ich die Wimperntuschi unten kleben. Na, herzlichen Glückwunsch. Und deswegen schminke ich mich nicht im Lager. Ey, also wenn ich mich dann wieder im Lager schminke, vorher ein Video mache, da gucke ich auf jeden Fall mal demnächst in den Spiegel. Danke. Film? Ich habe Film hier stehen. Frage 512. Was ist wahr geworden, wovon du als Teenager geträumt hast? Ja, eine eigene Familie, ne? Eigene Mann, eigene Kind, eigene Katzen. Ne, Katzen eher nicht, aber davon, glaube ich, träumt man doch. Dann, gerade als Mädchen, ist der Prinz auf dem weißen Gaul dahergeritten kommt. Kann man nicht. Deswegen habe ich den Gaul genommen. Nein. Aber, ne? Von sowas träumt man ja meistens. Frage 513. In welchem Meer bist du zuletzt geschwommen? Ich glaube in der Nordsee. Ja, ich glaube in der Nordsee. Als wir ja noch in NRW gewohnt haben, haben wir ja nicht weit von der holländischen Grenze weg gewohnt. Und da war unser, wir sind damals mit der Klasse nach Sanford gefahren, Klassenfahrt. Und da waren wir auch Hochzeitsreisen technisch. Und das jetzt schon, ui. Über 20 Jahre her, da war ich das letzte Mal in der Nordsee schwimmen. Und ich habe mir einen Sonnenbrand geholt vom Feinsten. Da oben merkst du ja diese Hit, also die Sonneneinstrahlung nicht so wegen dem Wind, die Brise, die ständig da weht. Ne? Mhm. Das war das letzte Mal im Meer geschwommen. Jo. Und es war ein richtig schön Schluck Salzwasser, was dazu gehört. Frage 514. Kochst du oft Fertiggerichte? Ja gut, was versteht man unter Fertiggerichte? Na, wir haben bei Bofrost auch viel Fertiggerichte. Halt Tüte auf, Pfanne rein, glücklich sein. Das ist auch Fertiggericht. Aber sonst, eine Pizza ist auch Fertiggericht. Also was heißt hier oft, ne? Wenn man gerade mal wieder mal locht wie ein Berserker, da schiebst du ja auch mal gerne Pizza in den Ofen, ne? Aber sonst, ja... Der Experte kocht halt gerne auch mal eine Erbsensuppe, eine Linsensuppe selber. Das kommt ja auch noch, die Videos, die müssen wir noch drehen. Ja, oder sind schon gedreht. Ich weiß es nicht, wann hier welches Video immer kommt. Das ist schwierig. Aber Leute, ganz ehrlich, Fertiggerichte gehören noch zum Leben dazu. Und wenn es schnell gehen muss, dann hauen wir dann auch mal eine Pizza in den Ofen, ne? Jo. Frage 515. Wo fühlst du dich geborgen? Zu Hause. Zu Hause fühle ich mich geborgen und ich fühle mich geborgen Heimat. Heimatmäßig. Dann fühle ich mich auch geborgen, ja. Ja, Hauptsache immer Mann und Kind sind dabei und die Katzen, das ist das Wichtigste. Obwohl die Katzen ja meistens zu Hause bleiben, wenn wir irgendwo hinfahren. Ne? Ja. Frage 516. Was ist dein Schönheitsgeheimnis? Oh my goodness! Also, Leute, ich bin 43. Ja, man sieht es manchmal. Mit Make-up macht man alles doch ein bisschen besser. Aber Schönheitsgeheimnis habe ich gar nicht. Früher bin ich mit Make-up ins Bett gegangen. Ne? So, wenn 16 bis 18 warst, vom Schützenfest kamst. Abschminken kennen wir nicht. Gehen wir ins Bett, stehen wir so auf, machen ein bisschen Hoodie-Too. Wieder die Wimperntusche auffrischen und weiter geht's. Ne? Aber jetzt ist wirklich, also... Wenn ich aus der Dusche komme, muss Serum sein, muss Augencreme sein. Man wird nicht jünger, es ist einfach so. Und dann halt eine schöne Tages-Nacht-Creme und fertig ist die Laube, ne? Bodylotion oder Bodyöl. Das normale Leben halt. Frage 517. Bist du manchmal streng mit dir? Ja, ich würde sagen ja. Ich würde sagen ja. Strenger, ja doch. Doch, doch. Gerade was so arbeitstechnisch angeht. Da sollte ich mal ein bisschen die Reißleine ziehen ab und an. Ja. Ja. Frage 518. Welche Geschichte wird schon seit Jahren immer wieder in deiner Familie erzählt? Also da ich ja keinen Kontakt zu meinen Eltern habe, wie ja viele hier auch wissen, ich nur zu meiner Schwester habe, familientechnisch,
haben wir die Anekdoten, wenn meine Schwester uns besuchen kommt hier. Dann erzählen wir dann schon gerne mal, aber so richtig, ja, weiß ich, wenn es im Urlaub war oder irgendwie sowas oder... haben wir irgendwie da so eine Geschichte, die wir raussuchen bei David und mir? Nee, eigentlich nicht. Auch so, wir schwelgen da auch oft in Erinnerung, wie es dann früher war, als man noch 18, 19 war, ne? Aber so, da hat man auch seine lustigen Geschichten, aber jetzt so, wo ich direkt sage, oh, das ist hier die Geschichte, die erzählen wir jedes Mal, wenn wir in der Familie zusammenkommen, habe ich da, glaube ich, nicht, ne? Frage 519. Wann bist du zuletzt den ganzen Tag an der frischen Luft gewesen? Ja, also wenn du frische Luft meinst, war minus 24 Grad im Lager, war das gestern. 9 Stunden. Aber sonst, eigentlich bin ich mindestens einmal täglich mindestens an der frischen Luft. Ja, also das muss schon sein, ne? Weil sonst verblöd ist ja auch in der Bude. Frage 520. Hey, dann sind wir schon wieder durch. Frage 520. Wie schön schreibst du noch mit der Hand? Sehr schön. Ja, also ich hatte früher in der Schule, es gab ja hier so in der Berufsschule, ne, Schrift, hatte ich immer eine 1. Ich musste auch immer, Plakatschrift, genau. Ich musste immer unsere Plakate schreiben auf der Arbeit, genau wie meine Schwester immer die Plakate schreiben muss auf ihrer Arbeit. Weil wir beide doch wirklich eine sehr, sehr schöne Handschrift haben. Und ja, da war das damals, als ich meine Lehre gemacht habe, bei Hakata musste man draußen dran schreiben mit diesen weißen Stiften an eine Scheibe. Und das musste ich dann immer alles machen. Und innen drin mit Kreide und was dann gerade im Angebot ist und dies und das und Ananas. Man hat sofort gesehen, wenn es mal ein anderer geschrieben hat, wenn ich nicht da war oder im Urlaub war oder sowas. Ja, das war, naja. So, meine Lieben, das war jetzt Teil 25 und dann folgt natürlich Teil 26. Ja, ich finde diese Fragen immer sehr interessant. Die bekommt ihr übrigens einfach mal bei Google eingeben. 1000 Fragen an dich selbst und dann hast du schon diese Fragen. Und ich finde diese Reihe ganz interessant, halt um, dass ihr mich so ein bisschen besser kennenlernt. So, und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und ganz dicken Knutscher, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, macht es gut. Also, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.